I look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. It's killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner and watching you smile, watching you smile. And I can't get over you. I'm losing my mind. Guten Morgen. Zuerst mal ein ungewohntes Gesicht, ne? Aber ich will meiner Frau nicht unbedingt immer nur beim Arbeiten filmen. Geht aber leider nicht so ganz anders. Er hat sich jetzt nur gefilmt, damit er nicht abtrocknen braucht, damit er sagt, ich musste ja was machen. Das ist der Nachteil, wenn man einen schönen Abend hat oder hatte und ganz ignoriert, dass man eigentlich ja noch einen Abwasch nach dem Abendmahl hat. Ich habe es ignoriert, zumal noch einige Sachen dazu kamen. Und jetzt habe ich das Nachsehen. Heute geht es weiter Richtung Kohlberg. Wir wollen nicht direkt nach Kohlberg, da wollen wir mit dem Rad hinfahren. Wir fahren in den Nachbarort, wenn wir da was bekommen auf dem Platz, den ich mir ausgeguckt habe. Urskamurski, irgendwie sowas. Das sagen wir euch aber gleich, wenn ich es auch weiß. Und wir werden jetzt auf jeden Fall noch von dem Campingplatz hier euch wieder, wie ihr es von uns kennt, eine detaillierte Vorstellung drehen. Wir fahren hier nicht weg, ohne euch natürlich ein Platzvideo zu machen. Heute ist es nicht ganz so warm. Es ist eigentlich relativ angenehm. Wir haben auch draußen gefrühstückt. Aber vor lauter Pläne schmieden, vergessen die Kamera anzumachen. Und deshalb seht ihr mich jetzt bei dem Versuch, eine Tupper Prima Klimabox irgendwie sauber zu kriegen, deren Rillen. Nur, warum spüle ich eigentlich mit hinten? Das Becken ist doch größer als hier das. Keine Ahnung. Ich mache hier immer alles hier im Wohnmobil und nutze höchstens mal die Duschen. Aber dass ich meine Spüle nutzen könnte, um ein Ding zu spülen, was ich hier nicht reinkriege. Oder? Doch. Auf die Idee komme ich gar nicht. Wie macht ihr das? Alles im Camper oder nutzt ihr die Einrichtungen, wenn sie da sind? Andere Frage, wie macht ihr das im Camper nachts, wenn es so heiß ist und kein Max-Van habt? Wir waren der Einzige hier auf dem Platz, der bis auf das Heki hinten, das nur ein Stück offen war, alle Fenster zu hatte, aus Sicherheitsgründen. Vielleicht sind wir da überdreht, aber die anderen hatten hier auch die Seitenfenster alle sperrangelweit offen. Also da vorne laufen nicht 10 Security-Leute, Paoli. Der Zaun ist so hoch, da komme ich drüber. Zumal dann Mäuerchen ist, auf das du treten kannst. Also wenn ich da drüber komme, kommen der andere auch drüber. Wie handhabt ihr das, wenn ihr unterwegs seid? Alles zu? Oder ladet ihr zum Sightseeing ein? Schreibt es mal in den Kommentaren. Würde mich interessieren, weil wir sind da jetzt ein bisschen zwiegestellt. Hier stehen Deutsche. Mittlerweile wieder auch andere Deutsche, Polen und Tschechen. Egal, alle hatten auf, nur wir nicht. Ja, der Deutsche hatte sie ja auf. Der schließt ja nichts ab. Ich glaube, der schließt dann noch mal das Wohnmobil ab. Ne? Garagen. Also die Garage war offen. Offen. Zentral. Fenster nur angelehnt, die konntest du von außen aufmachen. Aber war weg. Der war weg. Mhm. Alles stimmt. Egal. Das ist ein neuer Pepper, muss ich dazu sagen. Also nicht eine Möhre, die mit Hakenkennzeichen fährt. Das ist ein neuer Pepper. Aber vielleicht, ich sag nichts, darf nicht zu Pepper sagen. Ja, da machen wir mal Feierabend. Bis später. Nach dem Rummel jetzt an den Küstenorten, vor allem wo wir gestern da durchgefahren sind, Nifchosa, ja, ist das ja wie in einer anderen Welt hier, ne? Ja. Wobei ich echt hinten in dem Städtchen gerne angehalten hätte. Aber da wir festgestellt haben, dass unser Zeitfenster mit 2 Wochen definitiv zu kurz ist und wir uns jetzt auf die Küste beschränken wollen, müssen wir wieder bis zur Küste.
Aber ich denke mal, Polen, Hinterland, das haben wir heute Morgen noch beim Frühstück gesprochen, wird definitiv mein Reiseziel sein, wenn ich nicht mehr arbeiten muss und wir 3 oder 4 Wochen unterwegs sein können. Weil das sind so Gegensätze, die du da siehst, zwischen ich verhölle gleich Zusammenhaus und super renoviert oder hypermodern. Das ist schon echt interessant. Oh, das ist ja ein Hafen. Das ist jetzt interessant, aber da darfst du nicht parken. Vielleicht kriegen wir irgendwo angehalten. Fahren wir mal links, oder? Richtung Hafen, genau. Ich glaube, wir haben uns sowieso verfranst. Grünkost weiter stehen. Ne? Diese Waffeln, die riechen hier überall an jeder Ecke und werden abgewechselt von Räucherfisch. Also wer sowas mag, das ist echt verführerisch. Ja, ist doch mal was. Waffeln mit Räucherfisch. Ja, da hinten haben wir unsere 109 Widder. Hatten uns nämlich ein wenig verfahren. Ich hab mich nicht verfahren, die waren noch nicht mal da. Ja. Die Landschaft hat sich jetzt ein bisschen geändert. Wir haben hier Heidekraut grünt. Hinten war ein Campingplatz, der hat mir eigentlich schon gefallen. Ich weiß noch nicht, ob wir den nicht doch anvisieren. Und da in den, haben wir schon den Dünenwald und da drin, nee, das ist Alfred, haben wir einen Trimm-dich-Parcours mit, ich nenne das immer Seniorenspielzeug, mit Fitnessgeräten. Also das gefällt mir. Auch das haben wir hier sehr viel, dass die Straßen erneuert werden, inklusive guten Fahrradwegen. Also da ist überall so viel Bewegung. Sieht natürlich dann für den Besucher im ersten Moment nicht so toll aus, aber wenn das mal alles gemacht ist, bis jetzt war Verkehr, Verkehrsführung, alles tippitoppi, ne? Kann man nichts sagen. Außer in den Baustellen, da wird es schon mal was komplizierter. Das ist 1 Kilometer unsere Anfahrt zum nächsten Campingplatz, der eigentlich da vorne in einem Ort sein soll. Und ich habe keine Ahnung, warum man so dahin gelotst wird, weil das war jetzt Google Maps. Horizontalsperre plus den Stabilisator in stärkster Stufe. Aber ich weiß nicht, könnt ihr die Schlaglöcher sehen? Also ich halte die Kamera schon recht ruhig. Alfred fährt unter 10 km/h. Und ja, da hinten könnt ihr das dran sehen, wie das da wackelt. Die wackeln normal überhaupt nicht. Wir haben uns auf dieser Tour schon etliche kleinere Blessuren geholt. Schönheitsblessuren. Aber ich sage, du kannst den Schlaglöchern noch nicht mal hier wirklich ausweichen, weil da fährst du wieder ins nächste. Das sind Alpakas. Die laufen da über einen Parkplatz. Also über einen Parkplatz. Das läuft doch da an dem Wohnwagen vorbei, die Alpakas. Die laufen da frei durch die Gegend. Ja. Das Alpaka-Camping. Das kackt ja auch das Auto. Nee, auch das Auto glaube ich jetzt wenig. Ja, nee, dann wird ein Springkapper. Aber guck mal, ja, das nimmt schon Anlauf, um drauf zu springen. Der streicht und wenn er jetzt seine Nase auf das frisch gesprichene Holz hält, dann sieht er das wie Rudolf. Ich liebe sie.
Ich bin im Paradies. Top Campingplatz. Klein, familiär. Hotel-Apartment-Anlage dabei. Ich war gerade sanitär gucken. Vom Feinsten. Wir haben jetzt das andere, das Gegenteil, zum letzten Platz. Ein armer Pole und der Rest sind alles Deutsche. So auf den ersten Blick viele, die schon im Ruhestand sind. Aber nur arm, weil er alleine ist. Ja, aber da waren wir die einzigen Deutschen, ja. Aber war auch kein, die meisten waren ja Tschechen. Auch kein Thema. Wenn das alles Polen sind, dann sind es eben alles Polen. Das soll nicht negativ sein. Der Ort, von dem, was wir aus der Ferne gesehen haben, was ich gelesen habe, ist jetzt vielleicht nicht das, was wir gerne mögen. Alles neue Picobello-Häuser. Wir lieben ja so diesen alten historischen Charme. Hatten wir unterwegs einige Orte gesehen. Habe ich aber auch natürlich nicht geguckt, ob man halten kann. Preis-Leistung hier stimmt. Und daher, was denkt ihr? Genau, gibt es hierzu natürlich wieder ein detailliertes Campingplatz-Video, Stellplatz-Video. Das werden wir euch auf jeden Fall wieder machen. Das findet ihr wieder in der bekannten Playlist zu Polen und zu den Stell- und Campingplätzen. Eigentlich ist es gar nicht weit zum Strand. Das laufe ich dir in 10 Minuten oder 5, ich weiß es nicht. Aber der ist da hinten. Aber im Moment bin ich so. Wir sind froh, dass wir im Schatten sitzen, weil in der Sonne, auf der anderen Seite des Wohnmobils ist nämlich Sonne. Und das war. Es gibt hier auch Plätze ohne Schatten. Du kannst hier Sonnen- und Schattenplätze wählen. Wir haben den ersten Schattenplatz gesehen und habe gesagt, stell dich da hin. Alles andere egal. Hier ist echt schön. Aber ich habe Alfred versucht, mit einem Eis zu locken. Mal gucken, ob er die Räder jetzt wieder zusammenschraubt. Weil der Plan ist, wir bleiben 2 Nächte. Wir wollen heute in die Richtung. Ich brauche mein Handy. Wir sind in Chianozetti. Das gehört wohl zu Ostronje Monski. Und ein Stückchen weiter haben wir. Ja, ein großes Stückchen weiter, so wie du da am Scrollen bist. Na, ich muss weiter aufzoomen. Wohl Sabinovo, was. Wohl der Ballermann hier sein soll. Aber bis dahin sind es ein paar Kilometer. Auf jeden Fall ist der Plan, dass wir heute in die Richtung fahren. Immer schön am Strand entlang. Da gibt es so auch viele Bunker zu sehen. In die Richtung von Sabinovo, vielleicht noch bis Milno. Dort gibt es einen See. Und dann morgen nach Kohlberg. Das ist der Plan. Und meine Flussmündung. Die sind ein ganzes Stück noch weg. Das war in Mercinio. Da fließt nämlich, ich glaube, die Oder ist es. Die Rega. Kann ich jetzt nicht übersetzen, ins Meer. Das war richtig toll. Großes Fischereigebiet, das gefiel mir aber. Da habe ich nicht geguckt und jetzt sind wir hier und hier ist es toll. Einmal drüber geschlafen, habe ich es vergessen. Und jetzt muss ich auf der Arbeit anrufen. Sorry. Da hier wird kein Eis. Ist alles zu. Da hier wird nichts. Da hinten haben wir Kohlberg. Und da hinten haben wir Sare irgendwas. In die Richtung fahren wir jetzt mit euch. Meine Frau hat mir ein kleines Eis gekauft. Jetzt war ein großes. Die hat auch eins. Genau. I fell in love.
things that I wish I could tell you. Every time when you're passing me by, I fall in love. There's something about you, I wish you were mine. And if I only could be there to hold you, it feels like something about you, I wish you were mine. Come pick me up, drag me from the shadows, babe. Give me your love, you'll be my escape. Come turn me on, key inside the engine, babe. Lead the way, it's okay. Front seat call and shut. Das war Urska Murzi oder so. Das müssen wir euch einblenden. Den Namen, mit dem mag ich es nicht. Wir sind gerade auf dem Radweg von Urksa Murska oder so ähnlich in Richtung Gorki. Und da haben wir das entdeckt. Hier mündet ein Bächlein ins Meer. Rechts und links ist zwar Militär. Aber gerade für Kinder hier ein Highlight. Komponiere ein Stillleben. Ja. Tu die Kappe auch mit. Alfred hat eben mit der Kappe gewunken. Ich hab so gewunken, dass ich schon auseinander gehe. Ich wusste schon immer, dass der Ähnlichkeit mit Balu dem Bär hat. Ein Plüschbär, da kommt das Image schon raus. Da musst du voll hören. Leute, merkt es das gut. Das gibt Rache. Genau, wir sind am Leuchtturm in Gorki und hier unten gibt es eine Smazzalinia, in der man gut essen und nett trinken kann. Haben wir gerade ausprobiert, zumindest trinktechnisch. Und Alfred hat eine Vorliebe für Tiski und ich für Kokzel. Kokel? Kurzel? Für Kurzel entdeckt. Echt gemütliches Plätzchen, vor allem hier weht Wind und es ist Schatten. Und du kannst aushalten. Hier gibt es für die Kinder die skurrilsten Fahrgeschäfte.
glaube, heute gehe ich mit euch nicht hoch. Hier so die klassischen Souvenirlädchen wieder. Mit den Klassikern, die es hier zu kaufen gibt. Campingplätze sind fast leer. Gibt es eine Außenkirche? Da wird der Gottesdienst im Freien abgehalten. Aber ein Altar in Form eines Schiffes habe ich auch noch nicht gesehen. Wir sind wieder umgefahren. Ich weiß nicht, irgendwie haben wir da hinten kein Zentrum und kein Ortsende entdeckt. Da steht in jedem Vorjacht eine Fressbude. Also entweder hast du ein bisschen mehr Platz, dann kommt so ein Klamottenzelt dahin, oder nicht ganz so viel, eine Fressbude. Mal gucken, ob wir gleich noch mal so eine Ferienhausanlage, wo die Blockhütten stehen, finden. Da ist wirklich nur ein Meter Luft zwischen den Häusern. Also da stehst du auf so jedem... So wie da zum Beispiel. Ja, genau, hier. Auf jedem Stellplatz stehst du da enger. Enger. Hast du mehr Platz. E-Bike ohne I schlägt sich wacker. Oh, schön. Das sieht ja schön aus. Dann blüht die direkt wieder richtig auf, ja. Die war gerade noch platt. Ja. Ist ein E-Bike schwer. Das war das schön, als ich das andere Rad noch hatte. Teilweise. Oh. Du stehst in der Blickrichtung. Drehst dich mal um. Wenn ich schon nicht sehen kann, wie schön der Strandzugang ist, dann zeig's den anderen wenigstens. Robinson Crusoe in Kleinformat. Bitte? Robinson Crusoe in Kleinformat. Wieso? Wieso Robinson Crusoe? Ich war doch auf keiner Insel. Aber am Strand. Na, du bist Freitag. Ja. Sagst du allem Ja und Amen. Und wenn du was wirklich willst, machst du es nicht. So. Eine Tourkutsche. Aber bei Robinson und Crusoe auf der Insel konnte man auch nicht essen gehen. Guck, wo du deine Piroggen kriegst. Da ja wird abends Kokonuss und Bananen. Wir haben ja noch Bananen, kannst gleich noch einen haben. Oh, noch ein paar Kannibalen. Wenn du nachts aufstehst, da sehe ich eher Zombies aus The Walking Dead. Believe me, you'd be proud. Child, you've already won. Yeah, there's nothing you could.
Die nehme ich mit. Neue Freundin? Ja, die adoptiere ich. Die ist ja so süß. Hat meinen Bauch, mein süßes Lächeln. Das ist ein Kind von mir. Die nehme ich mit. Ja, über den Bogen, kein Handy in der Hand. Ja, wenn ich, gab ja auch mal Zeiten, wo ich gelesen habe. Unfair. Ich kämpfe doch wieder mit dem dänischen Honig. In Polen. Ja, der ist so flüssig. Ja. Moin. Moin. Gestern nach dem Sonnenuntergang wollte ich euch eigentlich noch das Resümee des Tages machen. Ja. Halbe Stunde später habe ich geschlafen. Mein Resümee ist, es war ruhig diese Nacht. Ich glaube, ich habe von 9 spätestens bis heute Morgen um 8 geschlafen, also komatös, echt. Und aktuell ein bisschen abgekühlt hier im Schatten ist es so leicht, grenzwertig so zu sitzen, aber top Luft. Heute wollen wir... Wird doch schon wieder warm. Ja, ich weiß noch gar nicht, ich habe noch gar nichts geguckt. Heute wollen wir mit dem Rad nach Kohlberg fahren, das sind von hier... von Schier. Ich kann den Namen ja nicht merken. Ne? So, und damit wir jetzt was Vernünftiges hier erzählen, muss ich jetzt mal gucken. Hier der Teil ist. Schier Nozetti. Sind es 10 Kilometer. Gestern sind wir ja in die andere Richtung bis Gaski, ne? Diese gefahren. Yep. Durch Ustaniemuski. Und dieses Bild, dass du überall Rummel und in jedem Vorgarten eine Fress- oder Souvenirbude hast, hast du überall. Ich habe mit einer Freundin gesprochen, die die Reise in der Art letztes Jahr gemacht hat. Andere Standorte, aber gleiche Küste logischerweise. Also dieses Bild bleibt bei. Ich vermisse hier so ein bisschen diese alte Bausubstanz, dass du mal was Historisches hast, also Kulturelles, Historisches, können wir euch hier gar nicht so viel zeigen. Das gibt's einfach gar nicht. Nicht an der Küste. Nicht an der Küste. Als wir gestern die Schleife durchs Hinterland ein bisschen nur gefahren sind, wunderschönes altes Städtchen, habt ihr ja im Vorbeifahren auch gesehen, ist etwas anders, als wir uns das gedacht haben, aber trotzdem schön. Und deshalb fahren wir heute mit euch nach Kohlberg und morgen geht's weiter die Küste entlang. Ich weiß noch nicht, wohin. Platzvideo ist im Kasten und jetzt fahren wir mit euch nach Kohlberg. So wie ich gehört habe, soll das ja ganz schön mondän sein mit riesigen Reha-Kliniken. Geguckt, was es da sonst zu sehen gibt, habe ich diesmal nicht. Ich muss mal auf Seite gehen oder fahren. Aber uns ist schon aufgefallen, dass hier viele Menschen mit Handicap ihren Urlaub oder auch eine Reha verbringen. Und die Gegend ist ja bekannt für ihr Superklima. Kann man absolut nachvollziehen.
Wir sind jetzt gespannt, was wir alles sehen werden. Wir nehmen euch mal mit. Hier auffällt, ist, dass es keine Muscheln gibt. Wir haben hier am Strand so gut wie keine Muschel. Also ich habe noch nichts gefunden. Ne? Kenne ich jetzt von MacPom ganz anders. Aber wundert mich. Solche Strandabschnitte sind nur selten zugänglich. Diese Durchbrüche hier sind mega selten. Meistens gibt es die offiziellen Strandzugänge und der Waldstreifen zwischen dem Küstenradweg und dem Strand ist Naturschutzgebiet und betreten verboten. Überall steht, dass es auch kameraüberwacht ist und das Betreten nicht erlaubt ist. Dass man dann mal hier so einen Durchgang findet, ist echt eher selten, zumindest auf dem Stück, das wir bis jetzt von Swinemünde bis hier gefahren sind. Aber dafür haben wir hier oft mega geile Radwege, die wie hier dann auch gepflastert sind. Wenn es dann ein bisschen ländlicher wird, haben wir aber auch welche, wo Alfred dann so aussieht, wenn er den fahren muss. Genau. Ich sehe immer so aus. Nee, aber gestern, das war ein Schlaglochpiste ohne Ende. Aber die fahren wir ja trotzdem. Du bist zu klein für. Ja, das ist ein See, das ist ein Weiher, das ist wie ein See. Thomas, du siehst das. Ihr müsst mich nicht jeden Tag anrufen und anschreiben. Ich bin im Urlaub. Ob man als Deutscher in Polen zur Reha kann? Glaube ich weniger. Das sind Reha-Kliniken zum größten Teil. Ja, das wäre ein Traum. Also, die sind vor allen Dingen unten und immer auf einem Berg. Ja, ich muss ja mit Burnout dann gehen. Aber. Ach, du meinst nur die für Gehbehinderte sind auf einem Berg? Ja. Ja, aber das könnte ja sein. Aber das ist ja ein Gedicht. Oh, das riecht hier überall so lecker. Jetzt riecht es nach Waffeln, eben war es Räucherfisch. Oh. Und immer ein Fahrradweg, ne? FIFA. Immer ein Fahrradweg. Guck, die schaukeln mal.
Das ist, warte mal, ich muss mal hier irgendwie anhalten. Ich muss hier mal irgendwie anhalten, am besten hier, so. Jetzt auch, ich weiß nicht, ob das schon die Promenade ist. Vielleicht ist die auch eher lang in Kohlberg. Und hier kriegst du alles. Vom Westernfoto mit Glühwein bei 30 Grad über Leckereien von bis Sushi. Einkaufen kannst du eigentlich auch alles. Obwohl schon vieles zu ist, sind doch so viele von diesen Zelten, Bütchen und alles offen. Das ist so viel, das hast du ja echt hier in jedem Ort. Ich bin noch nicht mal gucken gegangen bis jetzt, außer in dem einen Laden, wo Alfred die Schraubenzieher dann gekauft hat. Ich muss eigentlich ein Geburtstagsgeschenk mitbringen. Ich weiß gar nicht, was ich da machen soll. Also das ist echt zu viel für mich. Also, um noch Lust zu haben, da zu gucken. Und Imbiss heißt hier Spazzalina. Und wenn ihr auf die Mole möchtet, kostet das Eintritt. Da steht einer. Automat, wo ihr euer Billett lösen könnt. Also von daher, ein Spaziergang über die Mole, nicht ohne Kohle. Dann schauen wir uns die einfach nur von der Seite an. Aber Wasserspender haben wir. Den hier. Hier darfst du nicht mit dem Fahrrad fahren, beziehungsweise Fahrradweg ist Bürgersteig. Hier ist aber auch am Freitagnachmittag jede Menge los und du hast halt viele Fußkranke, die ja auch nicht auf Seite gehen können. Hinzu zu älteren Menschen, die auch nicht mehr hören, wenn du klingelst. Also von daher, bevor wir uns hier nachher noch aufregen ist falsch, aber weiter nerven oder jemanden unter Umständen noch verletzen, fahren wir wieder zurück. Hinten der Weg nach hier ließ sich super fahren und Essen ist ja auch ungefähr 25% teurer als die 10 Kilometer entfernt bei uns. Fahren wir zurück, genau, und gehen wir uns da unten an dem Bütchen wieder ein Eis essen. Yep. Gute Idee. Der Altstadt gefunden. Ich fasse es nicht.
Resümee des Tages, Wahnsinn, wie schön der Fahrradweg nach Kolberg ist, hier von irgendwas. Ich krieg den Namen nicht hin. Mega schön angelegt, mit tollen Ausblicken aufs Meer. Du fährst die ganze Zeit direkt am Wasser vorbei, habt ihr ja gesehen. Kolberg wurde im Krieg komplett zerstört, darum nur kaum altes Material oder alte Häuser. Enttäuschend fand ich, dass du wirklich für jeden View, für jedes bisschen Mole Geld bezahlen musstest. Das war schon heftig. Aber wir haben das Beste draus gemacht. Wir haben da nichts gegessen oder getrunken, was wir eigentlich vorhatten. Ist aber 25% teurer wie hier, 10 Kilometer weg. Und hat uns auch irgendwie, ist die Zeit auch so verflogen.